Hallo Traders, eine neue Handelswoche steht an und am Montag geht's gleich rund mit den Zahlen von Occidental Petroleum, dem großen Erdgas- und Erdöllieferanten. Besonders deswegen auch interessant, weil ja auch WTI jüngst die erneut Volatilität zu sehen bekommen hat. Und da wird sich natürlich die Frage stellen, wie hat sich das auf die Zahlen ausgewirkt und ganz besonders, wie könnten wir die Aktie dann in diesem jeweiligen Umfeld natürlich spielen. Am Dienstag ein weiterer Gigant, möchte man sagen, wenn auch im Einzelhandelsbereich, aber nichtsdestotrotz Target mit Zahlen. Besonders deswegen interessant, weil ja Walmart vergangene Woche Zahlen vorgelegt hat. Und in diesem Zusammenhang könnte eben sich durchaus auch die Möglichkeit ergeben, nicht nur in Target ein Play auf den Weg zu bringen, sondern den Kursverlauf entsprechend zu analysieren in Walmart. Was hat die Aktie gemacht? Wie sind die Zahlen ausgefallen? Und daraus dann entsprechend eben ein Szenario zu skizzieren für Target. Das ist genau das, was wir gemeinsam mit Markets im Morning Meeting um 10.30 Uhr tun wollen. Dann am Dienstag Inflationszahlen aus Deutschland, die veröffentlicht werden. Im letzten Monat, da gab es ja so ein bisschen Schwierigkeiten, beziehungsweise vor anderthalb Monaten, da hatte man seitens des Statistischen Bundesamtes es irgendwie nicht auf die Kette bekommen, die Zahlen zu veröffentlichen. Mit zeitlicher Verzögerung ist es dann doch noch was geworden. Hoffen wir mal, dass wir diesmal mehr Glück haben. Auf jeden Fall sind diese Inflationszahlen insofern relevant, als dass sie potenziell kursbewegend für zum Beispiel den Euro-US-Dollar sein können, aber beispielsweise auch für den DAX nach dem jüngsten Lauf, denn sie bestimmen auch in irgendeiner Form dann mindestens teilweise den geldpolitischen Kurs seitens der EZB. Denn Deutschland ist immerhin die größte Volkswirtschaft Europas und in diesem Zusammenhang macht natürlich die Inflationsentwicklung hier durchaus den in Anführungsstrichen Kohl fett. Apropos Inflation in der Eurozone. Am Donnerstag Inflationszahlen aus der Eurozone und hier gleiches Spiel wie eigentlich in dem Fall für die Inflation aus Deutschland. Potenzielle Auswirkungen, die das haben könnte auf den Euro-US-Dollar, auf den DAX haben könnte, nicht unbedingt auf den Goldpreis, aber an dieser Stelle dennoch einen definitiven Blick wert. Auch im Zusammenhang mit der jüngsten Korrekturbewegung, die wir ja auch im Euro-US-Dollar zu sehen bekommen haben, durch das Wiederaufstarken oder Erstarken des US-Dollars und der eingeleiteten Korrektur. Vielleicht ist dort der Weg in Richtung 1,05, vielleicht sogar 1,03 in den kommenden Wochen bis Monaten dann entsprechend geebnet. Und am Freitag, da gibt es eine Überraschung. Freitag ist der erste Freitag im Monat und du denkst dir jetzt wahrscheinlich, na, dann Non-Farm Payrolls, klar. Aber Überraschung, Überraschung, nein, Non-Farm Payrolls werden erst in der Woche drauf am Freitag veröffentlicht. Frag bitte nicht, warum, es ist so. Aber nichtsdestotrotz, am Freitag die ISM Non-Manufacturing-Zahlen. Das heißt also, ein Einkaufsmanager-Index zum nicht verarbeitenden Gewerbe, da werden Zahlen vorgelegt und auch die sind durchaus in der Lage, Volatilität zu begünstigen. Erinnere dich, in den Morning-Meetings gemeinsam mit Markets hatten wir aufgezeigt, dass die sogenannten Paid Prices, das ist eine Subkomponente, innerhalb hier der ISM-Zahlen in der Lage war, eine Idee zu geben, wie sich die Inflation entwickelt. Inflation ist ein heißes Thema, in den USA gerade ganz besonders. Sprich, wenn es hier entsprechende Überraschungen in dieser Paid Prices-Komponente gibt, starke Volatilität im Euro-US-Dollar, beispielsweise auch in Gold, zu erwarten. Und wir werden auch hier gemeinsam einen Blick mit Markets drauf finden. Und nicht vergessen, in der nächsten Handelswoche, da gibt es noch ein Big Bang-Event, in Anführungsstrichen, am 27.02., das ist der Montag direkt um 17.30 Uhr, gemeinsam mit Markets, haben wir ein Webinar, ein Spezialwebinar zu den drei Säulen profitablen Tradings und nicht nur zu den drei Säulen profitablen Tradings und dass du hier meinen Einblick diesbezüglich bekommst, auf welchen Säulen mein Trading fußt und wessen Säulen ich meinen Erfolg im Trading zu verdanken habe, sondern ergänzend dazu haben sich Markets und ich entschieden, ein Buch zu verlosen unter 100 Teilnehmern jeweils eins. Also registriere dich, das Event ist kostenlos und ich würde mich freuen, dich dort grüßen zu dürfen, deine Fragen beantworten zu dürfen. Ich wünsche dir Happy Trading. Pass auf die Stops auf, wir sehen uns am Montag im Morning Meeting oder um 17.30 Uhr im Spezialvideo oder vielleicht sogar in beiden. Hab dich wohl, mach's gut, bis dann und tschüss.